Lassen Sie uns über den Verkehr sprechen. Und das Ausführliche, die ÖBB-Trasse in Bregenz und Umgebung hat in den vergangenen Wochen für einige Diskussionen gesorgt. Eine Tunnellösung direkt am Seeufer ist erwartungsgemäß aufwendig zu bauen, schwierig umzusetzen. Und die oberirdische Variante, die will offenbar niemand. Die Landespolitik hat alles vorgeschlagen. Schöbi-Finck kürzlich einen Pfändertunnel. Auch das eine Idee, die ja in Wahrheit schon seit Jahrzehnten immer wieder kommt und auch aussortiert wurde. Was bleibt nun von diesem Bahnchaos in Bregenz? Lassen Sie mich zuerst feststellen, um was geht es. Wir haben das Zielnetz 2040 nun vor Augen. Zielnetz 2040 bedeutet, welches Bahnnetz brauchen wir im Jahre 2040, um leistungsfähig zu sein? Das ist ein bundesweit abgestimmter Prozess und unser Ansinnen muss es sein als Vorarlberg, dass wir hier in diese Ausbaupläne kommen. Denn nur dann baut auch die ÖBB das eine oder das andere. Also der Rahmen ist, wir brauchen leistungsfähige Netze für das Zielnetz 2040. Da gibt es einen Zeitplan, der geht bis Ende 2022. Und jetzt geht es darum, und das ist mein Ansinnen, die beste Lösung für Vorarlberg herauszuarbeiten. Da gibt es, wie Sie schon erwähnt haben, unterschiedliche Aspekte und Interessen, die man abwägen muss. Aus der SMA-Studie, klingt wieder technisch, SMA-Studie bedeutet, da hat man abgeleitet, wenn wir den ÖPNV, also den Personenverkehr steigern möchten, wenn wir die Gütertransporte umlagen möchten auf die Schiene, was brauchen wir dann an Gleisinfrastruktur? Und da kommt einfach zum Ergebnis heraus, wir brauchen eine Zweigleisigkeit von Bregenz nach Lochau und wir brauchen 3- bzw. 4-Gleisigkeit weiter Richtung Feldkirch. Das sind die Parameter, die gegeben sind, die zu dem Zeitpunkt auch von allen Bürgermeistern akzeptiert wurden, unterstützt wurden und einstimmig im Landtag von allen Fraktionen beschlossen wurde. Das ist die SMA-Studie. Und jetzt geht es dann, und da sind wir bei der diffizilen Sache, welche Variante wird gebaut? Bei den Varianten, da habe ich insofern keine Aktien, weil ich möchte das Beste für Vorarlberg, aber ich möchte auch etwas, das umsetzbar ist, das wirklich dann auch in Betrieb gehen kann. Und da haben wir uns gerade eben auch angesehen, dass wieder ich versuche, das möglichst auch mit allen Betroffenen zu besprechen, mit den Bürgermeistern, mit den Landtagsfraktionen, dass eben eine Unterflurtrasse in offener Bauweise, wie sie auch Romberg und Zierl-Studie vorgeschlagen hat. Also eine offene Bauweise heißt, ich grabe einen Tunnel von oben, dass das für niemanden mehr in Frage kommt, weil eben sehr viele Gebäude, über 120 Gebäude im Großraum Bregenz, abgerissen werden müssten. Also diese Variante wurde in diesem Kreis für nicht umsetzungswürdig erachtet. Eine andere Variante, die unterscheidet sich jetzt von der Bauart, nennt sich bergmännisch. Das heißt, da wird ein Tunnel vorgetrieben, wird jetzt überprüft. Das wurde in diesem Kreis auch beschlossen. Das renommierte Ziviltechnikbüro Werner Consult bekommt wieder den Auftrag, sich diese mögliche Bauart anzusehen. Da muss man vorausschicken, zwei große Schwierigkeiten. Das eine, wir sind dann sehr, sehr tief unten. 30 Meter und mehr. Das heißt, auch ein Bahnhof müsste so tief unten gebaut werden, mit allen Komplikationen. Und das Zweite, die Neigungen bei den Rampen. Wir sprechen nämlich, man kann da nicht so einfach sich's machen und sagen, das ist wie ein U-Bahn-Bau. Das ist es eben nicht. Eine U-Bahn und ein internationaler Personenzug ist etwas anderes. Von der Länge, von der Fahrgeschwindigkeit, von den Sicherheitsstandards, die ich einhalten muss. Und da brauche ich sehr lange Rampen. Das wird aber dennoch geprüft. Ich bin kein Ziviltechniker. Ich maße mir da noch kein Urteil an, abzugeben. Aber das wird jetzt über den Sommer gemacht und im Herbst werden wir sehr rasch wieder diese Runde an Personen einladen. Und dann kommen wir hoffentlich zu einem gemeinsamen Ergebnis.